Also ist der Top-Gegner von der Gruppe, von der Schwero-Gruppe, und darum freue ich mich eigentlich auf den Match mit der Mannschaft euch. Und wir probieren eben uns auf das zu fokussieren, was wir können beeinflussen. Und das ist unsere Leistung, unsere Vorbereitung auf den Match, und an dem sind wir dran. Du sagst, mit Selbstvertrauen drauf auftreten, das ist nicht ganz einfach, umso mehr natürlich auch nach dem letzten Match. Wie hast du das aus den Köpfen, oder wie versuchst du das aus den Köpfen der Spieler zu bringen bis morgen? Das ist richtig, wenn man natürlich ein Match verliert und allgemein verlieren ist nie gut für einen Sportler. Also das nagt immer wieder zum Selbstvertrauen, das ist klar. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast den Kopf im Brei und trauerst während ein paar Tagen oder noch mehr, oder du sagst, jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir uns diesen Fehler lehren, analysieren und nach vorwärts schauen und nach vorne schauen. Und das probieren, besser zu machen. Und das ist auch das Schöne eigentlich im Fußball, dass du alle drei, vier, fünf Tage eine Möglichkeit hast, wieder etwas besser zu machen. Und viel reden. Der Mannschaft euch sagen, dass nicht alles schlecht ist, obwohl natürlich das nicht geht, wenn wir daheim und 2-1 verlieren los haben, aber einfach wiederum sagen, an die guten Sachen appellieren und einfach heute sagen, man muss das auf der einen Seite probieren zu genießen hier, auf der anderen Seite Aubergine auswachsen, noch näher zusammenrücken und so wollen wir morgen probieren auszutreten. Du sagst es, geniessen hier. Jetzt absolviert die Mannschaft hier das Abschlusstraining, das erste Mal auf dem Rasen vom Old Trafford. Hast du das Gefühl, du musst sie eher vielleicht sogar auch ein bisschen oben abholen, dass sie nicht übermotiviert in das Spiel hineingehen? Gut, ich glaube, da kann man nicht für die gesamte Mannschaft reden. Es gibt Spieler, die haben ja natürlich sehr vielseitige Matches schon gehabt. Da ist das nicht Neues. Dann haben wir doch ziemlich viele junge Spieler jetzt dabei in dem Kader, wo für das natürlich etwas unglaublich Spezielles ist hier. Dann müssen wir vielleicht die ersten 5 Minuten vom Training oder mal Zeit geben, um das alles ein bisschen zu realisieren. Aber nachher hat man nicht Zeit für sich da irgendwie zu steuern, sondern man muss ein gutes Training machen, man muss sich an das Ganze gewöhnen. Und wenn man morgen plötzlich vor den Zuschauern spielt, muss man eine Leistung abliefern. Und wie muss man auftreten morgen? Eher offensiv und du hast gesagt, selbstbewusst oder gleich auch mit dem nötigen Respekt, dass man nicht reinläuft? Es ist sicher ein Mix aus beidem. Also wir kennen natürlich auch die Stärken von Manchester United. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wenn man hier etwas holen will, muss man daran glauben. Das ist der wichtigste Punkt, dass man wirklich daran glaubt, dass man hier etwas holen kann, für das sind wir hier gekommen. Und dann muss man eine unglaubliche Mannschaftsleistung auf den Platz legen. Also muss jeder für den anderen noch mehr gehen. Also es muss alles stimmen. Und mit der Mentalität müssen wir auftreten. Man muss in solchen Match leiden. Es geht nichts über das Leiden. Man muss kämpfen, man muss fighten. Und dann kommt erst der Ball dazu. Mit Ball ist natürlich gleich auch sehr, sehr wichtig, dass man irgendwo versucht, den Ball in eigener Reihe zu haben und eben nicht nach 2-3 Pässen immer den Ball zu verlieren. Aber zuerst ist einfach, dass Top-Teamleistung kannst abliefern, dass du wirklich leidest und dass du so nachher dich in der Match reinbeissen kannst. Dann wünsche ich mir gutes Leiden und viel Erfolg. Merci vielmals.